Willkommen zurück. In diesem Teil beschäftige ich mich mit der Windows 10 Dateisuche bzw. das Durchsuchen von PDFs. Ich hatte ja in den letzten Teilen bereits erwähnt, dass das Windows 10 standardmäßig das kann, dass PDFs durchsucht werden. Bei den meisten oder bei sehr, sehr vielen funktioniert das nicht. Ich habe jetzt zu Beginn erstmal einen Ordner erlegt und da angelegt. Und da habe ich erstmal so drei PDFs erzeugt. In den PDFs ist nichts weiter drin. Das heißt, einmal heißt es Hans, einmal heißt es Wurst, einmal PDF 1 und PDF 2. Und in diesen PDFs habe ich dann jeweils, also in den PDF Hans habe ich zum Beispiel Wurst und Otto eingeschrieben. In das PDF 1 ist Hans und Wurst drin. In dem PDF 2 ist Hans, Wurst und Otto drin. Und in dem PDF Wurst ist Hans und Otto drin. So, das dient jetzt einfach mal dazu, dass man sieht, wie es funktioniert bzw. nicht funktioniert mit dem Durchsuchen von den PDFs. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in das Suchfeld und theoretisch müsste ja das Dokument, oder wenn ich jetzt nach Hans suche, müssten ja jetzt drei Dokumente. Das heißt, es ist einmal in Wurst drin und dann ist es einmal jeweils in den PDF 1 und 2 drin. Und beziehungsweise es ist einmal in, genau, es ist einmal in Hans drin, es ist einmal in Wurst drin und einmal ist es in PDF 1 drin. So, da gehen wir jetzt mal. Da sehen wir, er findet natürlich nur die PDF, wo das Hans in dem Dateinamen ist. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, dass das, was ich als Lösung jetzt präsentieren werde, nichts für völlig unbetuchte Leute sind. Also mit dem Werkzeug, mit dem wir jetzt arbeiten werden, kann man sich auch das ganze System zerschießen. Das heißt, wichtig wäre vorher eventuell ein Backup zu machen vom Betriebssystem oder gleich das Ganze jemand hinterlassen, der technisch ein bisschen mehr oder ein bisschen sicherer unterwegs ist. Der Sündenbock des Ganzen, also ich kann ja jetzt nochmal auf Hans gehen, das heißt, der Sündenbock des Ganzen ist ganz oft der sogenannte Acrobat Reader. Das heißt, der Adobe Acrobat Reader oder mit der Installation des Acrobat Readers wird ein Adobe eigenes Tool zum Durchsuchen von PDFs installiert oder ein Plugin. Und dieses Plugin, das ist seit Windows 8.1 inkompatibel. Das, also damit das läuft, das, da muss man relativ viel sozusagen selber am System rumfummeln. Und ich weiß auch nicht, warum Adobe da nicht schon längst eine Lösung dazu präsentiert hat. Das heißt, dieses Plugin überschreibt oder drängt sich in den Vordergrund, obwohl es nicht funktioniert. Und das Windows 10 Plugin wird gar nicht in dem Fall angesprochen für die Windows-Durchsuche. Und das sieht man im Prinzip hier, wenn man jetzt, das heißt, man hat, ich gehe nochmal zurück, hier mal auf Start. Also wir haben jetzt hier eine Suche eingegeben, dann hat man hier oben dieses zusätzlichen Reiter oder diesen zusätzlichen Reiter, geht hier auf Suchen und erweiterte Option. Dann kann man hier auf die indizierten Objekte gehen oder Indizierungsoptionen gehen. Das hatten wir ja im letzten Video schon mal behandelt, wie man, sage ich mal, diese konfiguriert oder wann es sinnvoll ist, hier irgendwas zu ändern oder hinzuzufügen. Wir gehen jetzt in unserem Fall einfach mal auf Erweitert. Bei mir kommt jetzt keine Passwortabfrage, weil ich jetzt als Administrator unterwegs bin. Wenn Sie jetzt als normaler User unterwegs sind, wird jetzt die Abfrage nach dem Admin-Username und Passwort kommen. Und wir gehen jetzt einfach mal in diese erweiterte Option rein, in die Dateitypen. So, und dann suchen wir jetzt einfach mal hier den Eintrag für PDF. Hier hätten Sie auch mal eine Suche einbauen können, aber naja, in die Details, wie man so sagt. So, da sind wir jetzt hier beim PDF und dann sieht man schon, der registrierte E-Filter wurde nicht gefunden. Das heißt, es ist irgendwas in den ganzen Einstellungen passt da nicht. Das heißt, entweder kann er den nicht laden oder den gibt es gar nicht. Aber da muss man gar nicht weiter großartig darüber nachdenken. Um das jetzt zu beheben, gehen wir in den sogenannten Registry Editor. Das heißt, da kann man hier unten in die Suche einfach mal reingehen. Dann gibt man hier einfach Reg Edit ein.
Und ich kann den jetzt gleich mit einem Klick ausführen, da ich Administrator bin. Wenn Sie als normale User unterwegs sind, müssen Sie jetzt rechte Maustaste drücken und als Administrator ausführen anklicken. Dann werden Sie wieder nach dem Username und dem Passwort vom Administrator gefragt. So, ich klicke das jetzt mal an. Ja. Und dann öffnet sich hier der sogenannte Registry Editor. Und ich klappe das mal hier zu. Wir gehen jetzt in diesen ganz oberen Bereich hinein. So, wenn wir den jetzt aufklappen, da sehen wir hier schon, sind hier ganz, ganz, ganz viele, sage ich mal, Dateiendungen schon zu sehen. Und wir suchen hier natürlich den PDF heraus. Und den haben wir hier. Den klappen wir auch auf. Und dann müssen wir auf diesen Persistent Handler gehen. So, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Dieser Eintrag, der wurde durch den Adobe Acrobat Reader Installer überschrieben und da muss ein anderer Wert rein. Und zwar ein Wert, der sozusagen dieses Handling auf ein anderes Plugin verweist. Diesen Wert, den habe ich hier mal in diese Textdatei hineinkopiert und den findet ihr unterhalb des Videos. Den könnt ihr einfach rauskopieren. Das funktioniert, ohne dass man da größer nachdenken kann. Man kann sich natürlich auch diese ganze Registry durchhangeln, um herauszufinden, ob der Adobe Acrobat, oder ob diese Windows-Dateisuche wirklich diesen Eintrag hat oder nicht. Hat's, haben wir schon geprüft. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt das hier angeklickt, dann klicken wir hier einfach mal diesen Eintrag an und wir ändern diesen Eintrag. Die Klammern lassen wir stehen. In diesen Eintrag drücken auf OK. So, jetzt können wir den Registry Editor wieder schließen. Dann ändert sich hier natürlich noch nichts. Und zwar müssten wir jetzt, damit sozusagen diese Windows-Suche das mitbekommt, dass da irgendwelche anderen Einstellungen sind, müssten wir jetzt das System neu starten oder wir können ganz einfach in die Dienste mal kurz reingehen und suchen hier nach Windows-Suche. Search nennt sich das und starten den Dienst mal neu. So, das war's schon. Und dann gehen wir nochmal in die Indizierungsoptionen. Indiziert. So, dann gehen wir jetzt auf. Okay, müssen wir doch noch auf Erweitert gehen. Und müssen hier gehen auf Neu erstellen. Weil natürlich funktioniert diese Windows-Suche nur, also dieses Durchsuchen nur auf indizierte Objekte. Hatten wir das letzte Mal schon behandelt. Neu erstellen. Okay. Und jetzt kann das natürlich, je nachdem, wie viele Ordner hier so alle durchsucht werden und wie viele Dateien die enthalten, eine ganze Weile dauern, ehe das also ehe alles neu indiziert ist. Ich werde das jetzt mal ganz kurz ein bisschen abkürzen, indem ich ein Stück von dem Video abschneide. Sie sehen hier oben, solange dieser Index nicht aufgebaut ist, ist die Suche auch wesentlich langsamer. So, also warnt schon das Windows, weil natürlich dieser Ordner im Moment nicht indiziert ist, weil ich ja den alten Index sozusagen gelöscht habe mit dem Knopf da drauf. Okay. So, die Indizierung ist jetzt abgeschlossen. Jetzt können wir ja nochmal in Erweitert reingehen, in die Dateitypen. Suchen nochmal PDF heraus. Also ich will es jetzt nur nochmal zeigen, dass es auch so ist, wie ich sage. Und zwar, wenn wir jetzt auf die Endung PDF zweit, da haben wir sie. Und da sehen wir, hier steht jetzt Reader Search Handler drin. Vorher war ja dieser i-Filter nicht gefunden, sozusagen drin. So, das heißt, wir können jetzt das schließen und gehen jetzt nochmal zurück und geben jetzt neu ein Hans. Jetzt zeigt es auch oben die Meldung nicht mehr.
Und jetzt sieht man, jetzt findet er hier Hans, PDF 2, PDF 1 und Wurz. Überall ist sozusagen enthalten. Also hier sieht man ja die erste Zeile aus dem PDF, sieht man ja hier unten schon jetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Otto eingebe, ja, genau, da werden jetzt im Prinzip nur die sozusagen die PDFs gefunden, wo es auch ein Otto gibt. Oder wir geben jetzt einfach mal Wurst ein. Dann werden auch alle vier gefunden, weil wir halt Wurst hier im Dateinamen haben. Hier haben wir es in der PDF, in der PDF, in der PDF. Beziehungsweise hier nochmal zurück zu Otto. Haben wir das gar nicht im Dateinamen, sondern wir haben das nur in dem Text drin. So, das war's. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen und abonnieren Sie bitte meinen Channel. Vielen Dank.